Willkommen zurück zu Donkey Kong für den Game Boy. Wir müssen noch den Eisberg beenden. Stage 7, 9. Also wir sind schon recht weit gekommen. Haben aber noch ein Stückchen vor uns. Quetsch dich rein, Digga. Und jetzt werden wir den Devil mal begutachten. Damit verstellen wir das. Ist klar. So, na. Ein schneller Tod für die Quote. Das muss mal sein. KKK. Ja, einfach sich runtergleiten zu lassen vom Aufzug, das ist doch banal, das ist doch amateurhaft, stupide. Nein! Nee, das ist schon so episch, dass ich genau denselben Dummheitsfaktor wieder begehe. Meine Herren. Alter, das ist nicht mein Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao. Habe ich Konzentrationsmangel? Kalziummangel? Na gut. Er wird mich nicht. Aha, ausgetrickst. Hepsa! Okay, dann mal weiter. Oh nein! Die lösen sich auf. Okay, jetzt wusste ich nicht mehr. Und was hier? Einfach um zum Hebel zu gelangen. Ja? Das öffnet den Schlüssel. Herzen und Höschen. Autsch, 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 autsch. Achtung, wildes Walraus hinter mir. Oh no! Nervt nicht. Wir müssen den Aufzug umstellen. Mit dem Hebel da oben. Das tun wir, indem wir uns so hoch begeben. Wohl länger nichts mehr zu futtern gehabt, der Gute. Ja, Moment mal, wie komme ich denn jetzt wieder runter? Es geht schon, ne? So hier. Aber so gedacht ist es doch nicht. Ach, bestimmt mit dem Eisding. Ja, natürlich, mit dem Eiszapfen. Da hätten wir uns auch drauf begeben können und ganz in aller Ruhe hinuntergleiten. Achtung, rolliges Walraus. Tschüss, Mann! Okay, nicht stacheln, das wäre ein typischer Fail meinerseits. Okay, jetzt hält mich aber nichts mehr davon ab, diese Tür zu durchschreiten. Wobei, da hätte ich mir nicht so sicher sein können. Und bam, 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 bam. Ah, zwei Leben. Ich brauche sie nicht wirklich, aber ich hab sie. 7-10. Das nimmt ja gar kein Ende, die Eiswelt. Rutschig vor der Wind. Nee, das blinkt's nicht. Was zur Hölle? Ah, verstehe schon. Im Flug. Ach, da kommt noch einer runter. Oh Gott, oh Gott. Ist ja nicht so, als würde ich es nicht ohne schaffen. Aber wir wissen, dass es so gedacht war. Diese merkwürdigen Eiszapfen zu benutzen. Und hier noch mehr. Wir müssen den erst zum Zappeln bringen, dann den runterlotsen. Und das nochmal anders machen. Damit ich die Leiter benutzen kann. Ja, schon ein bisschen Geschick ist vonnöten, aber das haben wir. Für die Quote holen wir uns noch die Items. Was auch hätte tödlich enden können. War aber nicht der Fall. Heidewitzka, du! Nicht übel. Kaum drei ab. Das Glück sei mir hold. Auch wenn ich es nicht gebrauchen kann. Das Glück sei mir hold. Verstehe. Lieber nicht ins Casino gehen. Verstehe. Da ist die Tür. Warte mal. Da ist der Hebel. Den müssen wir erstmal betätigen. Moment.
So wird's gemacht. Ich habe schon überlegt, wir müssen ja den Hebel betätigen für das Ding, aber die Flamme ist eingesperrt und kommt auch nur raus, wenn wir den Hebel betätigen. Das ist mysteriös. Ey, du arbeitest unsauber, weißt du das? Na, das war's, oder? Wieder runter und ab zur Tür. Ah, wir müssen noch was bauen. Verstehe. Und wo war jetzt die Tür? Hm? Ich weiß es aber. Oh nein, wir sterben. Na, Schande. Das war unvermeidlich. Ach ja, ich weiß aber, es ist auf derselben Höhe. Da seht ihr es nochmal. Die Tür wie hier. Auf jeden Fall, ja. Irgendwie passt. Okay. Ich bin schon dabei, genau. Ist kein Stolz. Bin schon auf dem Weg nach Metania City. Flamme raus und schmilzt das hier mal auf, hier. Die Langnese. Sauber arbeiten. Schon wieder dasselbe Quark. Okay, und so kommen wir elegant nach unten. Was wir auch vielleicht mal machen können. Das wäre auch schön, die Flamme auszurotten, aber wahrscheinlich nicht zu gehen. Den gleich mitzunehmen. Für den Fall, dass er. Das löst er sich nicht so schnell auf. So. Nein, falsch. Okay, müssen wir warten. Müssen wir warten. Aber das zeigt schon mal, wo die Tür ist. Nein! Fällt die wieder auf mich, ne? Ich hasse das wie die Pest. Was war denn das jetzt? Hä? Was hat uns jetzt aus den Socken gehauen? War es die Flamme? Gnade vor Recht? Sehr mysteriös irgendwie. So, du kommst da hin. Dann... Meinetwegen kommst du dahin. Aber die brauchen wir gar nicht. Die Flamme stört. Die hat ein störendes Element an sich. Und dann noch du. Und so dürfte das passen. Also, und wie gesagt, die Leiter brauchen wir nicht. Aber gibt es bestimmt Mittel und Wege, dass man unten ist und man muss eigentlich den Hebel betätigt haben. Deswegen muss die Leiter da sein. Da, 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 da. Hallöchen. Muss ich mich echt zusammenreißen, das ist gar nicht ohne. Man muss auf so viele Sachen Rücksicht nehmen. Auf die Fässer, auf das Rutschen, auf die Eiszapfen. Wie wirft er jetzt das nächste Fass? In welche Richtung? Und, und. Aber ich habe ja bessere Bosskämpfe gegen Donkey verlangt. Und hier habe ich sie. Vielen Dank. Ja, das wird schon noch nicht übel, weil der letzte Bosskampf ist auch hart. Hart. Da wird Donkey Kong ein bisschen anders drauf sein als jetzt. Die, die es kennen, die wissen es. Das ist eine Logik, ne? Und die, die es nicht kennen, werden es kennenlernen. Oh, da sehen wir schon was im Hintergrund. So eine Art Turm. Wir können es nicht ganz erkennen, aber das ist so eine Art Turm. Das ist Donkey Kongs Zuhause, wohlgemerkt. Oder so ähnlich. Aber da sind wir noch nicht. Die achte Welt wird erstmal eine Art grüne Steppe sein. Eigentlich ganz... ganz süß, ganz niedlich, ganz ansehnlich. Urlaubsparadiesmäßig fast schon, oder? So mit Burggraben oder so? Ja. Ja, was heißt Burggraben? Oh, ist die Welt lang! Guckt euch das mal an, ey. Schon extremst. Rocky Valley. Machen wir weiter. Was erwartet uns denn hier, Hübsches? Gürteltiere? Da
unten ist der Schlüssel, aber wie bekomme ich den denn hoch? Und vor allen Dingen wozu? Erstmal oben umschauen, oder? Da wird doch irgendwas Weltbewegendes sein. Ah, ja. Aber wie soll ich das hinkriegen? Irgendwas stimmt da nicht. Na gut. Dann probiere ich erstmal den Schlüssel da hochzubekommen. Mann, nervt ihr vielleicht, ey. So, tschüss. Wir müssen den irgendwie hochwerfen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Da wurde extra so... Puh, das wird aber kaum klappen können. Der Schlüssel bleibt gar nicht so lange erhalten. Wie wir da hoch müssten, um das Ding zu holen. Ich weiß auch nicht. Also wir können nicht oben einfach das den Block erschaffen und dann den Schlüssel holen. Das dauert viel zu lange. Aber erst den Schlüssel bereitlegen und dann das Ding holen, das geht auch nicht, oder? Wir müssen es versuchen. Das ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, die am ehesten funktioniert. Aber der verschwindet so schnell. Das ist nett. Also wie ich es meine. Oder können wir da hoch? Nee. Ne, da können wir nicht hoch. Das klappt da nicht. Oder? Doch, 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 das geht. Man muss schnell sein, aber es geht. Okay. Lass mich doch durch, ihr Viecher. Ich habe einen Denkfehler drin. Ich habe einen Denkfehler drin. Ich merke das. Irgendwas muss ich anders machen. Könnt ihr mir helfen? Nicht wirklich. Probier's halt nochmal auf diese Weise. Unmöglich ist es nicht. Könnte es noch besser machen. Kommt doch her, ihr Burschen. Komm, du willst doch. Hast doch Kohldampf, oder? Mr. Piranha. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ich hab's ihr angeboten. So ein kleiner, feiner Klempner. Rot-Weiß. Ein Gürkchen dazu. So eine Art, aber nee. Will er nicht. Was mach ich denn jetzt am besten? Oh, Kinders, Kinders, Kinders. Ich probier's halt doch mal so, keine Ahnung. So, pass auf, sogar am besten hierhin. Ja. Oh, ich krieg die Krise! Ja, versink, ey. Wir können den Schlüssel nach nirgendwo mitnehmen. Eins muss ich doch mal ausprobieren, wenn ich den Schlüssel habe. Das könnte... Mann, nervt doch nicht. Soll's nicht nerven, soll's mich durchlassen. Die Lösung aller Probleme könnte sein... Tschüss. Den Schlüssel da hochzuwerfen, wo ich denke, aber ich glaub nicht, dass das geht. Nee, auf keinen Fall eigentlich. Aber dann wird's funktionieren. Das ist schon mal Fakt. Es würde, wenn es so wäre. Aber es geht. Es geht. Es geht. Na also, dann wird es so gemacht und nicht so, so verhunzt. Wie ich mir das hier vorgestellt hatte. Machen wir es doch direkt so. Schon wieder zu viel getrödelt, ne? Ja, aber das vereinfacht die ganze Situation natürlich erheblich. Ich halte mich schon wieder viel zu lange auf. Also spätestens hier wäre die Mission eine Welt pro Part missglückt, weil ja, die Level ist nicht nur lang, sondern auch böse. Dem habe ich es nicht. So.
So in etwa. Na, Alter. Alles bestens. Hat zwar schon ein paar Nerven gekostet, aber das ist der Schwierigkeitsgrad, den ich haben will. Moment, war das der allererste Level? Dann ist es ja ein bisschen bedenklich. Damit. Es war nur der erste Level. Igel! Oh, was ist mit denen los? Okay, ganz rechts sehen wir Sonic the Hedgehog. Okay. Hm. Ich lasse mal am besten nicht raus. Das sind diese typischen Sandblöcke, wenn man drüber läuft. Verschwinden sie! Ah! Ah! Katastrophe! Ah, er ist noch eingesperrt. Das ist gut. Und das dreht das da hinten um. Ah ja, das ist alles. Also man soll nur halt möglichst die Igel meiden. Der eine jumpt jetzt halt da rum. Oder sind zwei sogar. Aber ich glaube, die kriegen wir gebacken, oder? Ach, die tun uns noch nicht mal töten. Okay. Ein Lebensverlust. Lebensverlust. Klingt doch viel hübscher. Na also. Wie wir sehen, kann es auch ein bisschen schneller gehen. Es kann. Muss aber nicht. Was ist hier schon wieder los? Ich erinnere mich gerade an irgendeinen blöden Level. Mit diesen blöden Vögeln, da kommt auch noch etwas. Oder warten wir den schon? Na. Die sammeln halt immer ihre Eier ab, wo sie es für richtig halten. Das halte ich für absolut falsch. Dun, 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 dun. Gehst du ganz hoch? Ja. Oh, Mann, ey! Wenngleich ich jetzt gar nicht so hundertprozentig registriert habe, was der Hebel bewirkt hat. Dann gehen wir nicht einfach hier hoch? Weil es nicht geht, aber es sah so aus, als würde man einfach durchkommen. Okay. Du bringst mich nach oben. Das ist alles so skurril. Ach so, nur die Tür da. Das ist alles. Ah, das ist natürlich. Ah, klar. Das kriegen wir schon gebacken. Was ist denn das für ein Tod? Zur Hölle? Leute, sag da auch mal was. Das gibt's doch gar nicht. Extremst. Dun, 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 dun. Ich wollte mich hier veräppeln. Ah, mach ruhig. Ich hab keine Angst vor dir. Kannst mich auch eines Besseren belehren. So ist es nicht. Das ist schwierig, ne? Okay. Und schwimmen! Verdammter Mist. Ist nichts Schöneres. Ich glaube, hier hätte man besser hochgekonnt. Ja, das ist ja enormst. Button Smashing vom Feinsten. Hoch da mit dir, mit deinem Kadaver, du ungelenkischer Italiener. Und jetzt sehe ich, dass wir einfach beim Hebel hätten hochgekonnt. Das ist so typisch. Oh. Einfach beim Hebel, Leiter hoch, sind wir beim Schlüssel. Also die schwierigsten Passagen zaubern wir uns selbst. Klar. Schulterzuck. Dann wollen wir dem auch mal auf die Nase geben. Ja, Igel. Igel everywhere! Was müssen wir tun? Ich denke, wir müssen irgendein Hebel finden, der das Tor bei Pauline öffnet. Ja! Okay, Sonic the Hedgehog, sag ich mal. Mhm. Und zurück. Ja.
machst du? Dann mach ich halt selbst. So. Selbst ist der Klempner. Ich glaube, da kommen wir gar nicht hoch. Na egal. Igel! Gibt es eigentlich sonst Igel in Mario-Spielen? Abgesehen von so Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, ja. Aber trotzdem. Also damals vor allen Dingen, ne? Gibt es keine Igel als Gegner. Oder? Doch, in Yoshi's Island gab es so einen Igel-Gegner. Der ist dann, wenn man näher gekommen ist, hat er Alarm gemacht. Guck mal, die runterfallenden Felsen. Gleich geht er K.O. Sehr, sehr schön. Das hätten wir mal wieder. Und ein kleiner Vorgeschmack, das wird wohl langsam felsig. Achso, und für die Leute, die sich vielleicht fragen, wie viele Welten gibt es überhaupt? Die Antwort lautet, es gibt 9 Welten. Das ist die vorletzte Welt. Und wie es mit der weitergeht, das sehen wir im nächsten Part. Gebt einen Daumen nach oben! Und Leute, bis dann und ciao.